Diese Lektion wurde gesponsert von Google, Pinguo, Kekoukele.我一去想去新西兰。新西兰？不行，你并不会说英文。跟旅游团一起去吧。不不不，旅游团就是要一直跟着那个导游，自由自在的不好吗？那我们去台湾吧，一个礼拜台北，一个礼拜台南。哎，好主意。嗯，新加坡也不错，他们都会说中文。不行，太贵了，没有钱。那马来西亚怎么样？那个国家挺便宜。回头再说。你知道星巴克怎么说吗？用英文。就是星巴克。那麦当劳呢？哎呀，就是麦当劳，你怎么了？我们去 Hong Kong 吧。Hong Kong？那是什么？Hallo, ich bin Oliver. Um diese Lektion zu verstehen, sollst du meine früheren Lektionen alle gut beherrschen. Du findest alle Lektionen auf der Webseite chinesisch-mit-oliver.de. In dieser Lektion dreht sich alles um Namen. In China ändert man ausländische Namen in chinesische Namen. Wenn du also einem Chinese auf der Straße fragst, wo gibt's hier ein McDonald's oder Starbucks, dann wird der Chinese dich wahrscheinlich nicht verstehen. 对了，夏天快到了，你想去哪里旅游啊？我。Sie sagt, 对了，夏天快到了。对了， das war übrigens, apropos. 夏天, das bedeutet Sommer. Quai daule bedeutet wörtlich schnell angekommen, aber die richtige Übersetzung ist wird schnell arrivieren. Also, Siatien quai daule, das ist der Sommer wird schnell arrivieren. Dann fragt sie, Nishan chunali luo, du willst gehen wo, luo? Luo, das bedeutet reisen. 对了，夏天快到了，你想去哪里旅游啊？我一直想去新西兰。Ich sage, 我一直想去新西兰。Ich, 一直 will gehen nach 新西兰。一直 bedeutet immer, die ganze Zeit, ständig.Xinxilan, das bedeutet Neuseeland. Das erste Zeichen, Xin, bedeutet neu. Das ist also eine wörtliche Übersetzung. Aber die übrigen zwei Zeichen, Xilan, das ist eine phonetische Darstellung von Seeland. 我一直想去新西兰。新西兰？不行，你并不会说英文。Sie sagt, 不行 nicht okay.Nee, bing bu hui shuo yingwen. Du, bing bu, das war überhaupt nicht. Hui shuo yingwen, kannst sprechen Englisch. Ich sage, gen liu tuan yichi chu ba. Gen, das bedeutet mit oder das Verb folgen.Tuan, das ist eine Gruppe. Also, Luo Tuan, das ist eine Reisegruppe. Gen Luo Tuan ichi chuba. Mit einer Reisegruppe zusammengehen. Ich sag ba am Ende, weil ich es vorschlage. Gen Luo Tuan ichi chuba. Bu, bu, bu. Luo Tuan, 就是要一直跟着那个导游。Zuerst sagt sie, Luo Tuan, 就是eine Reisegruppe, das bedeutet
Und dann, jau ije genje nege daujo, sollst die ganze Zeit folgen jenen daujo. Je, nach einem Verb, zeigt eine ständige Aktion an. Wie auf Englisch eng nach einem Verb. Zum Beispiel, ich guck dich an. I am looking at you. Wo kan je ni? Dieses Zeichen kennst du schon seit dem Anfang. Nage, das war jener. Es wird sehr oft auch ausgesprochen aus nege. Daujo, das ist ein Reiseführer. Sie fragt, das bedeutet frei. Wenn du de nach einem Adjektiv sagst, dann ist das wie li auf Englisch nach einem Adjektiv. Also auf eine bestimmte Weise. Also zioze zeide bedeutet auf freie Weise oder auf Englisch freely. Na, womit du Taiwan ba? Igeli bei Taipei, igeli bei Tainan. Ich sage, na, womit du Taiwan ba? In diesem Fall gehen wir nach Taiwan. Ige li bei Taipei. Ige li bei Tainan. Ein li bei Taipei. Ein li bei Tainan. Taipei, das ist die Hauptstadt von Taiwan und befindet sich im Norden, wie du siehst am zweiten Zeichen. Bei. Und Tainan, das liegt im Süden. Nan. Li bei, das ist eine Woche. Na, wo machst du Taiwan ba? Ige li bei Taipei, ige li bei Tainan. Eh, 好主意. Singapur 也不错. 他们都会说中文. 不行. Sie sagt 好主意, gutes 主意. 主意, das ist eine Idee. Sie sagt, Singapur, je putzwo. Singapur, das ist Singapur. Das erste Zeichen kennst du. Xin, das war neu. Putzwo, das bedeutet nicht schlecht. Sie sagt, Tamando huishuo jongwen, sie alle können sprechen Chinesisch. Ich sage, Buxing, nicht okay. Tai guile, zu teuer. Meo qian, es gibt kein Geld. Buxing, tai guile, meo qian. Na, Malaysia, wie ist das? Das ist ziemlich günstig. Sie fragt, na, Malaysia, zemeyang. In diesem Fall, was findest du von Malaysia? Nege guodja ting pienyi. Jenes Land ziemlich billig. Na, Malaysia, zemeyang. Nege guodja ting pienyi. Ai, huidou zai shuo. Und jetzt gibt's wieder einen wunderschönen Ausdruck. Huidou zai shuo. Wörtlich, dreh mal mit deinem Kopf und sag's dann noch einmal. Auf Deutsch wäre das, das besprechen wir später mal. Sie fragt, weißt du, wie zu sagen, wenn du Englisch benutzt? Xingbake, das bedeutet Starbucks. Das erste Zeichen, Xing, das bedeutet Sterne oder auf Englisch Star. Die andere zwei Zeichen, Bake, das ist eine phonetische Darstellung von Bucks.
你知道星巴克怎么说吗？用英文。就是星巴克。嗯，那麦当劳呢？哎呀，就。Ich antworte, 就是星巴克, das ist星巴克. Sie fragt, na, 麦当劳呢? Und 麦当劳? 麦当劳, das bedeutet McDonald's. 用英文。就是星巴克。嗯，那麦当劳呢？哎呀，就是麦当劳，你怎么了？ Ich frage,Nicht Sammler, was ist los mit der? Du kannst nie oder der durch alles Mögliche ersetzen. Zum Beispiel, was ist los mit ihr? Tat Sammler. Hongkong? Na, ich ja mal. Zum Schluss sagt sie, Women zu Hongkong ba? Gehen wir nach Hongkong. Und ich frage, Na, ich ja mal, was ist das?Viele Chinesen wissen nicht, was Hongkong bedeutet. In früheren Lektionen habe ich schon erklärt, wie man Hongkong auf Chinesisch sagt. Gut, jetzt zeige ich den Dialog noch einmal, aber diesmal ohne Untertitel. Hello, 夏天快到了，我一直想去新西兰。新西兰？不行，你并不会说英文。跟旅游团一起去吧。不不不，旅游团就是要一直跟着那个导游，自由自在的不好吗？那我们去台湾吧，一个礼拜台北，一个礼拜台南。哎，好主意。嗯，新加坡也不错，他们都会说中文。不行，太贵了，没有钱。那马来西亚怎么样？那个国家挺便宜。哎，回头再说。嗯。哎，你知道星巴克怎么说吗？用英文。就是星巴克。嗯，那麦当劳呢？哎呀，就是麦当劳，你怎么了？哎，我们去 Hong Kong 吧。Hong Kong？那是什么？哎呀！Alle Lektionen findest du auf der Webseite chinesisch mit Oliver.de